Hallöchen Leute, willkommen zurück zu Shadow of the Colossus. Wir werden uns auf den Weg zum 12. Koloss machen. Der sich anscheinend auch in der Richtung befindet, wo wir im letzten Part waren. Ist auch da hinten. Das ist sogar gerade gut, weil ich wollte sowieso ein bisschen die Wüste eigentlich erkunden im letzten Part, aber da wir jetzt sowieso wieder in die gleiche Richtung können wir das gerade eh machen. Weil da waren wir ja nicht oft. Also eigentlich nur wirklich jetzt, glaube ich, letztes Mal das zweite, also jetzt ist das dritte Mal, wo wir da sind. Letzter Part war das zweite Mal und dann Part 3 oder so, glaube ich. Ja doch, ich glaube Part 3, weil Part 2 waren wir da unten. Da haben wir auch den ersten Lizard gefunden gehabt. Also merken, man muss in diese Richtung. Wir werden aber jetzt erstmal einen Umweg nehmen, ein bisschen hier erkunden. Da ist zum Beispiel nochmal ein Früchtebaum vielleicht. Dass wir halt eben noch Ausdauer und Lebenszusatz mitnehmen, bevor wir den nächsten battlen. Man weiß ja nie, wie schwer einer wird. Und ich meine, es gibt ja keine Heilmethode. Außer natürlich, du besiegst einen und bist dann... Ja, okay, du regenerierst dich nach einer Zeit. Das schon, aber das dauert auch. Weißt du, ich meine, sehe ich gar nicht, wo ich hinziehe. Das ist blöd. Hey, was ist denn jetzt los? Ich sehe gar nicht, wo ich hinziehe. Okay, jetzt. Ja, also. Naja, zielen kann man trotzdem nicht. Das waren alle. Oh gut, ich glaube, da hinten sehe ich gerade nochmal so einen Baum. Okay, das ging ganz schön tief runter. Yep. Das soll sich nicht bücken. Ich mich halt frage, wo sind die ganzen Lizards? Ja, mir ist schon ewig. Also, okay, was heißt die ewig? Ich meine, wir hatten im letzten Part ein. Aber halt auch nur ein. Ne? Die sind halt wirklich nur an diesen Ruinen fast. Und manchmal auch auf dem Boden. Eigentlich ziemlich oft sogar auf dem Boden. Deswegen verwirrt es mich gerade, dass wir hier kaum welche treffen. Ja gut, den Ort haben wir schon abgesucht, dann gehen wir wieder zurück. Übrigens, auf der Ruine, also kann das nicht sein, dass ich falsch liege, aber ich glaube, irgendwo auf dieser Ruine, da wo man quasi, aha, da wo man quasi ist, scheint, ein sogenannter geheimer Garten zu sein, da wo man wirklich nur hinkommt, wenn man, glaube ich, drei Playthroughs oder so macht. Weil, wenn man nämlich ein neues Spiel Plus macht, behält man seine ganzen Stats so ausdauernd leben. Und wenn dann eben...
nochmal immer weiter spielst und halt immer mehr Ausdauer-Upgrades natürlich bekommst. Ich weiß nicht, ob du die Eidechse nochmal neu finden kannst, aber auf jeden Fall halt durch Kolosse bekommst du ja auch immer einen Stamina-Boost und einen Lebensboost. Und wenn, dann hast du es, glaube ich, dann schaffst du es, glaube ich, nach da oben. Ich bin mir aber auch nicht sicher, gibt einfach mal einen Shadow of the Colossus Secret Garden. Und da kommt man halt wirklich nur dann hin, weil man dann nämlich genug Ausdauer hat, da hochzuklettern. Für die Leute, wo wissen wollen, was da oben ist, ich werde es gerne sagen. Da ist rein gar nichts. Also ich glaube, das sind einfach nur so ein paar Früchte. Aber da ist nichts von wegen einem 17. Koloss, obwohl das eigentlich schon cool gewesen wäre. So ein geheimen Koloss. Ich meine, es gibt ja allgemein, waren ja damals. Weißt du, das ist sehr unvorteilhaft, da muss ich da nämlich hinlaufen, wenn das passiert. Waren ja eigentlich ursprünglich tatsächlich 48 Kolosse geplant. Also die Leute, wo 16 Kolosse viel finden, 48, ja, es sind deutlich mehr. Ja. Bei mir klingelt jetzt natürlich wieder an der Haustür. Super geil. Hat mich sehr gefreut. Das ist wirklich, das ist so eine Art, das ist so eine Art Timing eigentlich schon, ne? Immer wenn ich aufnehme, was du für klingelst dann. Ich glaube, ihr seid das langsam sogar gewohnt, was eigentlich ziemlich traurig ist. Aber ja. Passiert häufig. So, wo liegt jetzt der? Was soll das denn? Jetzt wird es wieder nicht angezeigt. Ist doch voll besch. Ah, doch, hier, okay, hier ist ein Strahl. Warum ist denn das hier so dunkel? Hilfe! Ah, den haben wir schon, gell? Ja. Okay. Ja, da weiter oben war dann der im letzten Part. Oder? Ich bin mir gerade unsicher. Doch, das war, glaube ich, der. Den da oben. Das ist, glaube ich, den, wo wir im letzten Part hatten. Ja, okay, der Ritter ist da. Links, jetzt sehe ich ihn gerade auch. Links von uns war der. Ich habe die gerade ein bisschen durcheinander gebracht. Ja, okay, aber ich glaube, wir müssen nicht hier rein. Ich glaube, wir müssen eher irgendwie von der Seite dann kommen, aber frag mich nicht woher. Okay, wie genau kommen wir jetzt dahin? Oh, auf jeden Fall nicht hier. Okay, ganz schwierige Angelegenheit hier gerade. Wie kommen wir jetzt dort rein? Das ist natürlich jetzt blöd. Ich check hier gerade gar nicht durch.
Oder ist es doch das hier? Kann doch gar nicht sein. Hat uns doch schon in die falsche Richtung gezeigt. Das zeigt ja komplett weit weg. Aber egal, mich interessiert gerade dieser Ort. Aha! Das ist so eine kleine Eidechse. Alter. Ich wusste vor gar nichts. Der Taubo ist jetzt hingekraxelt. Nein. Oh mein Gott. Das geht ja so tief runter. Und jetzt läuft die hier wieder lang. Willst du mich verarschen, jetzt wo ich da gerade hänge? Das ist doch unfassbar. Ja toll, wie komme ich jetzt an die ran? Ach come on, leck mich am Arsch. Mein Gott, das ist doch lächerlich. Das ist doch lächerlich. Genauso lächerlich, wie was wir hier gar nicht lang müssen. Das ist genauso lächerlich. Erstmal richtig verloren. das ist natürlich jetzt doof. Also ich bin mir gerade nicht sicher, wo wir überhaupt lang müssen, dass wir da hinkommen, weil hier sind wir ja wohl falsch. Das wissen wir zumindest, das ist schon mal gut. Nur das Problem ist, ey, ich habe absolut keine Ahnung, wohin. Also ich meine, wir sind irgendwo ja in die richtige Richtung gelaufen. Hoffe ich. Wäre sonst echt scheiße, wenn nicht. Hey. Ich bin jetzt gerade total. Ach, ja, komm, das hilft mir jetzt auch nicht weiter. Müssen wir vielleicht doch gar nicht in die Wüste. Mann, das hilft nicht. Ja, okay, wir müssen auf jeden Fall nach da. Was ist so darunter? Ja, okay. Dann hätte ich nämlich eh schon einen anderen Weg, wo wir lang gehen können. Und zwar wollte ich ja von da hinten eigentlich schon da hoch, ne? Aber ich dachte mir, nee, das macht keinen Sinn. Aber doch, macht wahrscheinlich schon Sinn. Genau diesen Weg da folgen. So krass, wir gehen jetzt hier erstmal. Kommt man überhaupt zurück? Nein, kommt man nicht. Moment mal. Huch. Jetzt wäre ich hier fast in den Abgrund geritten. Obwohl, das geht ja gar nicht. Du kannst ja gar nicht in den Abgrund reinraten. Das Spiel hält dann ja auf. Ja, Gott sei Dank. Sonst wäre es ja auch echt fies. Genau, das hier könnte vielleicht sein. Holy shit, warum ist denn das jetzt so tief? Alter Schwede. Warte mal schnell. Ja, aha, guck mal. Wir kommen dem langsam auf die Spur.
Aber erstmal möchte ich jetzt zu der Ruine. Erstens bekommen wir dort einen neuen Save Point und zweitens, da ist wahrscheinlich eine Eidechse. Aber das sieht auch wieder so schön aus, ne? Also die Forbidden Lands, auch wenn die zwar echt leer sind und hier halt nichts ist, ich glaube, das ist an sich ein cool, das ist ein an sich cooler Ort. Und ich meine, nicht alle Kolosse sind ja böse. Außer der im letzten Part, der war schon ziemlich aggro. Ich verstehe noch nicht ganz die Lore, aber ich glaube irgendwie die Lore ist so ein bisschen, dass auch einfach die an sich ja nicht böse sind, sondern die halt an sich nicht sich nur verteidigen und sowas. Und halt wir greifen sie halt an. Und wir halt versuchen unsere, wie heißt sie, Mona? Ich glaube Mona. Die Mona Lisa. So nenne ich sie jetzt. Wir versuchen ja die Mona Lisa zu retten, deswegen. Müssen wir das ja wohl oder übel tun. Aber ich bin tatsächlich echt gespannt, ob der nicht nur blufft. Weil das ist nämlich so ein Game, das hat wahrscheinlich kein Happy End. Na, vielleicht liege ich auch falsch. Aber ich gehe mal so davon aus, dieses Spiel hat kein Happy End. Deswegen wäre es ja total passend, wenn diese Stimme total blufft. Ist nicht unbedingt das Ende, was ich mir wünsche, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, das ist so ein bisschen das Ende, was wir kriegen. Aber der Wald ist ja auch geil. Der ist ja immer super schön. Sind es hier auch Früchte? Nee, das sind Pilze. Nee, danke, die will ich nicht haben. Also hier müssen wir auf jeden Fall ein zweites Mal auch nochmal hingehen, hier in diesen Wald. Hier gibt es bestimmt Sachen zum Erkunden, aber ich habe es hier gerade ein bisschen eilig tatsächlich. Ich steige mal kurz ein bisschen ab. Wo lang? Na, perfekt. Naja gut, ich meine, der Strahl hat ja gerade ausgezeugt. Was zum Teufel? Und jetzt? Ah, warte. Ja, nun. Sind wir hier im Wald jetzt überhaupt richtig? Ich bin gerade echt blöd, glaube ich. Nein, ich bin nicht blöd, man muss in den Wald, aber von da. Aber wo halt hin? Also auf jeden Fall nicht hierhin. Das ist falsch. Warte, hier gibt es nochmal so einen anderen Ausgang. Gehen wir mal den Weg lang. Hi Marco. Dann komme ich halt zu dir. Ja, im Wald will er nicht rennen, ne? Ja, sie. Aber ich wollte gerade sagen, weil du kommst ja hier nicht hin. Also vom Wald aus. Musst du wahrscheinlich erstmal raus und dann kommst du vielleicht doch noch woanders. Ah, sie raus. Na, ich dachte, das sind Fruchtbäume. Nope. Sind es nicht. Oh ja, stopp mal. Ich glaube, das ist ein Weg für uns allein. Kommt's überhaupt mit, das Pferd? Ach doch, okay, das ist, geht hier auch lang, okay. Ich dachte. Na, kann es.
Oh ja, das sieht gut aus. Okay, aber hier können wir unser Pferd nicht mehr mitnehmen. Also hier ist auf jeden Fall Ausdauer gefragt. Wie viele Minuten haben wir jetzt eigentlich schon? Ja, doch, den Koloss schafft man locker noch. Ich meine, die Kolosse sind an sich nicht lang, wenn du weißt, wie man die besiegt. Ach so, kann ich jetzt einfach ins Wasser? Nein, ich würde nicht ins Wasser gehen. Das sieht nicht nach einer guten Idee aus. Aber gut. Ja. Wo halt jetzt lang, ne? Ach Leute, was ist denn das? Ja, den Wald müssen wir auf jeden Fall nochmal irgendwann erkunden. Kann man einfach schwimmen? Man kann einfach schwimmen, okay. Na dann. Ich war mir halt gerade unsicher. Weil hier ist ja schon eine Strömung. Ja, den Wald, ich glaube, ich werde auf jeden Fall mal in einer der nächsten Parts, glaube ich, oder halt zumindest. Sagen wir so, spätestens wenn wir vielleicht so beim letzten Koloss sind, werde ich auf jeden Fall nochmal in den Wald reinschauen, weil da gibt es bestimmt noch Secrets. Kann man sich nicht festhalten. Das ist der Koloss. Ach nee, der kommt aus dem Wasser raus. Ah. Okay, das ist cool. Das sieht schon verdammt cool aus. Oh nein. Okay, man kann nicht geduckt laufen. Okay, ja, was machen wir jetzt gegen den? Okay, man kann sich auf jeden Fall dahinter ducken. Wie, das ist nicht, wie, er hatte keine Schwachstelle. Was? Aha! Oh! Das war nicht so gut. Also nicht die Beine. Okay. Na, vielleicht sein Kopf. Nein! Au!
Bist du irre? Komme ich überhaupt an seinen Kopf ran, wenn er da unten ist? Vielleicht. Ich meine, so könnte man halt direkt nach oben klettern. Und wir könnten nicht ertränkt werden. Das ist natürlich auch so eine Sache. Ah, muss ihn aber hier treffen, okay. Glaube ich, oder? Oder ist das irrelevant? Ich weiß gerade nicht. Na, immerhin, man hat hier eine Deckung. Jetzt kommt er wieder. Jetzt gucken, wie komme ich jetzt da ran? Auf jeden Fall nicht so. Ach, scheiße. Jetzt halt könnt ihr nicht auf seine Schwachstelle ziehen. Was soll das heißen, so wie ihr jetzt seid? Ihr wärt, wenn du ein bisschen klarer sprichst. Okay, man muss auf seinen Kopf springen. Okay, okay. Nein! What? Und jetzt? Was jetzt zum Teufel? Ich musste kurz nehmen. Weil ich glaube, der hat keine Schwachstellen auf dem Kopf, weil seine Schwachstelle hat er komplett weggezeigt. Okay, ich habe keine Ahnung. Machen wir einfach mal weiter. Oder wir sollen noch so eine höhere Plattform. Aber so wie ihr jetzt seid. Was soll das heißen? Wie ihr jetzt seid. Kann es vielleicht sein, dass wir vielleicht ein bisschen weiter nach oben müssen? Also so ein bisschen auf so eine höhere Plattform. Kannst du noch bitte mal hingehen, du Arsch? Komm schon. Sind es da oben eigentlich Zähne? Ekelhaft. Kann ich den irgendwie beeinflussen, dass er woanders hinläuft? Weil ich muss nicht hier hin, Kumpel. Ihr gebt euch auf höhere Boden, ja, okay. Geht halt gerade nicht, weil er nicht das macht, was ich will. Na komm. Mann, wohin geht er denn? Na, dahin muss ich nicht. Hey, du Arsch. Geh mal nach links. Ja, genau, und jetzt geradeaus. Komm, dahin müssen wir. Komm! Nein! Hier lang! Hier lang! Ja, oder dahin, ist scheißegal. Hä, warum sind die jetzt. Warum sind die jetzt. Aber ist das Dieb da schon auch da oben? Nee. Ja, Spiel, ich kann nicht! Also, dass ich die Tipps halt auch wiederholen muss. Hallo! Ey, was ist das denn? Komm, jetzt geh doch dahin, du Arschloch. Nein!
Alter! Hoch! Okay, ich bin oben. Und was jetzt? Oh, warte, vielleicht ist seine Schwachstelle irgendwo an seinem Bauch. Weil er hat ja seine Attacke, wo er nach oben geht. Ja? Ist sie da? Ja, ist sie. Er leckt mich hart am Arsch. Was? Nein! Hör auf mich zu ertränken, du Arsch! Hallo, er ertränkt mich! Was zum Teufel? Ja! Bist du des Wahnsinns? Und jetzt? Was jetzt zum Teufel? Mann! Ich dachte, das ist seine einzigste Schwachstelle. Nein, oder ist nicht euer Ernst? Das muss man. Man muss es erneut machen. Ihr seid doch echtes Wahnsinnsentwickler. Warum denn nochmal? Das war gerade so scheiße nervig, das zu machen. Na komm. Ach, der Kampf zieht sich. Die Folge zieht sich auch. Jetzt komm doch, Mann. Ey, es ist so dumm, der Kampf. Mein, das hier geht ja komplett. Hallo! Halt dich doch fest. Nein! Komm hoch, Mann! Warum kann er denn da hochschießen? Und jetzt der Scheiß ist halt nervig. Muss ich ihn da nach hinten locken? Ja, perfekt, Mann. Er läuft erstmal komplett woanders hin. Nicht dahin, du Arsch! Da nach rechts! Kann man ihn überhaupt beeinflussen? Ich weiß es nicht. Das ist doch total RNG, wo er hinläuft, oder nicht? Nee, man kann ihn, glaube ich, doch beeinflussen, so ein bisschen. Ah, na los, komm, geh rüber. Junge, bist du irgendwie bekloppt? Lauf, anstatt dich weiterhin zu schütteln, das bringt dir eh nichts. Ich halte mich fest. Alter, kommst du jetzt? Hallo? So ehrlich, ne? Junge! Du dummes Scheißding! Ja, okay, weißt du, was wir machen? Das im nächsten Part zu ändern. Das sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann und ciao!